So, willkommen zurück bei Let's Play Sternenschweif. Wir sind hier in Quirasim momentan und ja, werden uns jetzt dem ersten Teil unserer Aufgabe widmen, nämlich dem Auffinden des Salamandersteins. Ja, Alariel drängt sich auch gleich an die Spitze unserer Gruppe, um uns gen Süden aus diesem kleinen, beschaulichen Örtchen hinauszuführen. Ja, und die Wegfindung wird uns hier am Anfang ziemlich einfach gemacht, denn wir starten hier ganz am Norden der Karte und ja, es geht weder nördlich noch östlich weiter, nur südlich. Ja, und da suchen wir uns auch gleich mal einen Ackerplatz. Ja, und hier sehen wir auch schon, dass sich der Lagerbildschirm etwas verändert hat. Wir können hier wie gewohnt die Wachen einteilen. Einen der Helden können wir auch noch zum Jagen schicken. Das macht Alariel, die auch Wasser und etwas Essbares findet. Ja, und zum Kräuterholen wird Adakwe verdonnert. 3 Stunden lang. Ja, und sie kommt auch mit einer recht ertragreichen Ernte zurück. Und hier die haben wir jetzt die Besonderheit, dass wir hier bei einer späteren Rast die Einstellungen der letzten Rast mit einem Klick wieder aufrufen können. Ja, dann schlafen wir mal. Ja, ihr seht auch hier, dass sich der Reisebildschirm etwas geändert hat. Wir sehen hier die Reisegeschwindigkeit, die momentane. Und hier sehen wir auch in dem Ausschnitt einen kleinen Umriss unserer momentanen Reiseumgebung. Also wir befinden uns hier sozusagen in einem Waldgebiet mit einer befestigten Straße. Und man sieht auch gleich, welches Wetter oder welche Wetterbedingungen momentan herrschen. Und ja, hier haben wir auch schon die erste Zufallsbegegnung. Ein breitschultriger Mann mit Unmengen von martialischem Schmuck wie Riesenohrringen, Oberarmreifen, Ketten aus Zähnen und so weiter, beladen mit einem Rucksack, 2 Schwertern, einem Langbogen, einer Armbrust, einer großen Axt und einem halben Dutzend Wurfdolchen, kommt euch auf der Straße entgegen. Ja, der typische DSA-Held halt. Ich glaube, der wird sich jetzt auch denken, wie sehen die denn aus, wenn er unsere Heldengruppe sieht, denn die haben ja auch ziemlich viele Waffen und Ausrüstungsgegenstände mit dabei. Ja. Und Josefa spricht den Mann auch gleich mal an. Ich bin ein Basiliskentöter. Wie kann ich euch helfen, edle Reisende? Ja, und Josefa kommt eigentlich ohne Umschweife gleich auf den Salamanderstein zu sprechen. Ja, aber er weiß nicht so recht, was er dazu sagen sollte. Und naja, dann sprechen wir ihn mal auf Sternenschweif an. Sternenschweif? Sagt ihr gerade wirklich Sternenschweif? Ihr müsst lebensmüde sein, dieses Wort in Gegenwart von Ivan Basiliskentöter zu verwenden. Sagt das nie wieder, versteht ihr? Bloß weil uns diese dämliche Kuh gesagt hat, da gäbe es diese Schätze, sind wir überhaupt dahin. Der reinste Wahnsinn. Tausende von diesen Kreaturen rundherum. Und Alara wollte unbedingt da rein. Na, das hat sie jetzt davon. Jetzt steht sie in der Gegend herum. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann bleibt das auch so. Ich bin ja sowieso nur mitgekommen, weil ich die doch nicht alleine ins Verderben stolpern lassen konnte. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mich aus dem Staub gemacht. Was sagt ihr da? Für die Götter? Hört mir bloß damit auf. Noch ein Wort von denen und ich drehe euch die Hälse um. Ihr habt leicht reden. Wart ihr in Grango dabei damals? Nein, wart ihr nicht.
Sonst würdet ihr jetzt nicht für diese Brut eure Ärsche riskieren. Ja, Brut, habe ich gesagt. Alles übelste Echsenmagie, wenn ihr mich fragt. Wisst ihr, was die gemacht haben? Eine ganze Stadt von Elfen haben die in Orks verwandelt. Naja, jedenfalls fast. Die spitzen Ohren haben sie noch, aber sonst sind es Orks. Sowas kann doch nur Echsenmagie sein. Da müsst ihr die Echsenhand mal fragen. Hier etwas nördlicher soll es ja welche geben, mitten im Sumpf. Aber wenn ihr die fragen wollt, könnt ihr euch auch gleich in ein Schwert stürzen. Stehe zu Diensten. Ach, ist mir doch egal, ob ihr euch ins Verderben stürzt. Wünsche viel Spaß dabei. Sternenschweif. Ich habe Leute schon für ganz andere Dinge zu Boron geschickt. Und wenn es ihnen da auch noch halb so schlimm geht, wie ich es vermute, dann... Ja, und mit diesen Worten stapft der gute Mann auch schon von dannen. Und, ja, also was der jetzt da erzählt hat, mag ja wahrscheinlich für viele von euch etwas zusammenhangslos klingen. Die Programmierer haben aber an dieser Stelle eine kleine Anspielung an ein vergangenes Abenteuer eingebaut, das auch mit der Wurfaxt Sternenschweif zu tun hat. Und zwar gibt es ja Rollenspiel, also die DSA Pen and Paper Trilogie, die sich mit der Erkundung des Urklandes befasst. Und, ich marschiere mal weiter und erkläre es euch derweil. Genau, und das sind die drei Abenteuer im Spinnenwald. Der Purpurturm hieß das andere. Und der Orkenhort. Ja. Und jetzt kommt uns auf der Straße ein Mann entgegen, der auf seinem Rücken eine große Kiepe trägt. Bei jedem Schritt klappert und klirrt es mächtig und sein gebeugter Rücken zeigt deutlich, dass er ein schweres Gewicht mit sich herumträgt. Fex und alle anderen mit euch, ruft er euch bereits auf eine große Entfernung laut aus Holz entgegen. Seid gegrüßt, werte Reisende. Ja, weiß er vielleicht etwas über Sternenschweif? Nein, weiß er nicht. Aber über den Salamanderstein? Auch nicht. Vielleicht was über eine Unterkunft? Meine bescheidene Hütte reicht gerade für mich und meine Familie. Schaut euch doch einfach noch eine Herberge um. Ja, guter Hinweis. Wollt ihr vielleicht einen Kupferkessel kaufen? Soll nur 12 Silbertaler kosten. Nein, wollen wir nicht. Gut, also um nochmal auf diesen E-Mail-Basilisten-Twitter zurückzukommen. Es gibt, wie gesagt, diese drei Abenteuer. Und im letzten Abenteuer mit dem Namen der Orkenhort geht es eben darum, dass die Heldengruppe im Orkland auf einen Hinweis stößt, dass es dort im Orkland eben einen ziemlich großen Schatz geben soll. Und der Eingang zu diesem ominösen Orkenhort ist in der Nähe von einer Stadt mit dem Namen Ohort. Und in dieser Stadt tummeln sich lauter sogenannte Hohlberker, die uns auch im dritten Teil des Computerrollenspiels im Schatten über Riva nochmal begegnen werden. Und ja, sie decken dann halt die Hintergründe auf, warum die Hohlberker überhaupt existieren. Und ja, mit Hilfe eines schwarzen Auges können die Helden dann eben in die Vergangenheit der Stadt sehen und finden dann eben heraus, dass die Bewohner der Stadt von den 12 Göttern verflucht wurden. Ursprünglich waren es Elfen und die wurden dann eben von den 12 Göttern verflucht. Und die wurden dann eben von den Göttern mit Unfruchtbarkeit geschlagen, sozusagen. Und also auf das hat er eben auch angespielt. Und eben in diesem Orkenhort selber gibt es jede Menge Rätsel und Fallen zu lösen. Und zum Schluss kommt man eben in einen Raum, in dem sozusagen eine große Steinstatue, glaube ich war das, die Helden empfängt. Und das stellt eben ein Abbild des Gottes Fex dar.
Und ja, dieses Abbild war eben ziemlich amüsiert darüber und hat eben die Helden gelobt, dass sie es durch all die Fallen dann bis hierhin geschafft haben und hat die Helden dann eben mit jeweils einem magischen Gegenstand belohnt. Und darunter war eben auch die Wurfaxt Sternenschweif. Und ja, nachdem er eben die magischen Gegenstände ausgeteilt hatte, hat er die Heldengruppe gefragt, ob ihnen dieser Schatz jetzt reicht. Und wenn die Helden das verneint haben, dann ist den Helden also wahrscheinlich das passiert, was dieser immerhin Basilistentöter hier über seine Freundin erzählt hat, nämlich dass die da in der Gegend herumsteht. Der Gott hat die Helden dann jeweils vor einen großen Haufen an Goldmünzen gestellt und von diesem Goldhaufen gingen dann drei Fäden weg, die dann an einer Puppe mit lauter Glöckchen endeten. Und man musste dann eben ja, eine bestimmte Anzahl an Goldmünzen auswählen. Also die trugen dann eine Zahl von 1 bis 100. Und da musste man 20 oder 30 auswählen von diesen Goldmünzen. Und ja, wenn man eben diejenigen drei erwischt hat, die mit einem Glöckchen verbunden waren, dann hat es eben geklingelt und unter dem jeweiligen Helden öffnete sich eine Fallgrube und ja, der Held fiel dann hinunter und wurde in einen siedenden Kessel mit ja, Gold, glaube ich, was getaucht und durfte dann ab sofort dem Abbild des Gottes Fex dann Gesellschaft leisten als Goldstatue. Ja, so viel zu dieser kleinen Anekdote. Wir sehen hier schon am Gesicht von Alariel, dass sie sich anscheinend eine Krankheit eingefangen hat. Ja, Alariel ist müde und matt. Heißt eigentlich nichts anderes, als dass sie sich einen Dumpfschädel wahrscheinlich eingefangen hat. Sozusagen das aventurische Pendant zu einer irdischen Erkältung. Und wir lassen Adakwe das gleich untersuchen. Ah, Dumpfschädel, genau. Ja. So, sei Dank, Adakwe kann Alariels Krankheit stoppen und verhilft ihr außerdem zu einem Lebensband. Fein. Mit den Einstellungen sind wir noch zufrieden. Und dann geht's weiter. Wir erreichen das Dörfchen Hillhouse. In der Herberge direkt am Wegesrand könntet ihr eine Rast einlegen. Wollt ihr die Herberge betreten oder dem Ort den Rücken kehren? Ja, da gehen wir mal weiter, denn es ist ja noch ziemlich früh. Alariel entdeckt am Straßenrand einige Blutflecken und eine Schleifspur. Wollt ihr ihr in das Unterholz hineinfolgen? Ja, schauen wir mal. Etwa 100 Schritt in den Wald hinein entdeckt ihr die Leiche eines alten Mannes. Neben ihr liegt ein zerbrochener großer Hammer. So einer, wie man ihn zum Kaltschmieden von weichen Metallen benötigt. Wollt ihr den armen Kerl begraben oder ihm sein Schicksal überlassen? Ja, das ist aber nicht der. Nein, der Kesselflicker ist das nicht, glaube ich. Ja, wir begraben ihn und machen uns guten Gewissens wieder auf den Weg. Ja, hier sehen wir schon diesen Gebirgszug. Das wären die Salamandersteine. ja, da wir aber eigentlich keine Lust haben, in das Gebirge reinzustopfen, bleiben wir lieber auf der Straße. Machen uns weiter auf den Weg Richtung Süden. Ah, und Adakwe entdeckt am Waldesrand 5 Portionen Wieselkraut. Da sagen wir doch nicht nein und nehmen die mit. Thank you.
Oh. Galadriel hat sich anscheinend schon wieder was eingefangen. Ja, also ihr seht hier schon, dass das Gebiet hier ins Weltall schon etwas unwirtlicher ist. Sprich, unsere Helden fangen sich alle Nase lang Krankheiten ein. Und deshalb lohnt so eine Heilerin in Form von einer Quäschung wesentlich. Na, oh, zwei Orks verstellen uns den Weg. Wenn sie aber gleich sehen, dass das ein Fehler war. Der erste Kampf im Sternenschweif. Ja, und bei zwei Orks, da setzen wir noch keine Magie ein. Oh, Flint, Waffe wechseln ist gelb hinterlegt. Durch welche Waffe soll ich. Ach, die Orknase, glaube ich, ist zerbrochen. Die gute, das Futter Orknase. Mit mächtig Wumms. Der Wulfgar hat gar keine magische Waffe in der Hand noch. Ja, und jetzt als Neuerung lässt sich auch die der Kampfbildschirm mit der Maus steuern. Und man hat auch die Möglichkeit, den Kampf auch berechnen zu lassen. Zeige ich euch nachher. Ja, kann ich euch jetzt eigentlich gleich zeigen. Und zwar hier Computerkampf und Kampf berechnen. Magie soll nicht angewendet werden. Ja, dann kommt hier dieser Bildschirm. Also der wird uns dann nachher bei diversen kleineren Zufallsbegegnungen ziemlich viel Zeit ersparen. Ja, Säbel nehmen wir nicht mit. Ja, unsere Helden sind von Krankheiten. Ach. Oh, was haben wir hier? Große Schröter. Ja, und ihr seht schon, Alaril ist jetzt von der Krankheit gezeichnet hier und wird uns nicht groß beistehen können in dem Kampf. Wird sie aber wahrscheinlich auch nicht müssen. Ah. Dann wollen wir hier mal auf magische Unterstützung zurückgreifen. Und lassen Reißling hier mal einen großen Schröter braten. Oh, 26 Schadenspunkte und der fällt nicht um. Nicht schlecht. Ja, das sind ja die Dinge, die im ersten Teil, glaube ich, in dieser Orkhöhle uns alles abgefordert haben, oder? Das waren doch die Dinger. Aber gut, da waren wir noch Stufe 2 oder 3. Hier, die nehmen sich den mal vor. Ich glaube, den Spruch her über das Tierreich kann ich hier ziemlich gut gebrauchen. Ja.
Ich habe übrigens die Geräusche abgestellt, denn die kann man anscheinend hier in dem Teil nicht von der Lautstärke her regulieren und die waren viel zu laut. Also müssen wir eben auf das Waffengeklirr hier verzichten. Aber ich glaube, mit dem kann man leben. So, Beherrschung. Herde Tiere, genau. Ein Wirb von 8. Und da kann man die Viecher dann sozusagen besänftigen. Genau. Und die greifen dann nicht mehr an. Reißkern hält sich hier mal vornehm zurück. Ja, dann haben wir eigentlich eh nur noch Spider-Viecher zu bekämpfen. Ich glaube, das ist jetzt mit wenigen Schlägen abgehandelt. Ja, aber das nächste, was ich machen werde, ist, dass ich die Ortnase von Flint bei einem Schmied reparieren lasse. Aber gut, dass er seinen Kriegshammer noch ist. Zweitwaffe dabei hat. Ja, und da knackt er den Schritt auch schon. Oh, Wulfgar hat eine neue Stufe erreicht. Da steigern wir ihn doch glatt. So, was brauchen wir? Ja, ich werde jetzt die Helden noch auf Körperkraft 20 hochsteigern. Also zumindest die Kämpfer. Moment, Telefon. Ja, schlechte Eigenschaft. Erniedrigen. Da senken wir am besten mal den Aberglauben. Misslungen. Ja, Lebensenergie steigt um 2 Punkte. Ist auch nicht weltbewegend. Kampffertigkeiten natürlich die Äxte. Die Waffen. Verdammt, waffenlos ist gelungen. Ja, Intuition jetzt nicht. Körper, steigern wir mal die Akrobatik. Klettern auf 9. Die Körperbeherrschung schadet nicht auf 9. Jawohl. Dann haben wir noch 5. Schleichen. Da verbessert er sich um einen Punkt, der gute Wulfgar. Gut schwimmen hatte schon 9, selbst bin ich schon im Holz. Sichern. Na gut, dann geht's weiter nach Süden. Als ihr auf eine kleine Hügelkuppe kommt, seht ihr etwas unter euch, wie eine Halma-Antilope gerade mit einem riesigen Satz aus dem Gebüsch spricht. Ohne von euch Notiz zu nehmen, rennt sie auf euch zu, um direkt vor euren Füßen zusammenzubrechen. Jetzt könnt ihr auch erkennen, dass sie aus einer klaffenden Holzwunde blutet. Sie röchelt noch einmal, dann ist es wieder still. Weit und breit seht ihr nichts und niemanden. Wollt ihr das Tier ausweiden und mitnehmen? Nicht unbedingt.
Unsere Vorräte sind ja noch ziemlich gut gefüllt. Ja, Adakwe muss schon wieder mal Alariel heilen. Stimmt eigentlich nicht mit der. Hat die keine Stiefel, hat sie an. Ja, vielleicht muss ich den Helden da bei diesem Regenwetter einen Umhang kaufen. Werde ich in der nächsten Stadt mal versuchen, in Gashok. Da sind wir eh nicht weit entfernt, also es müsste da unten hier bei dem Wald sein. Plötzlich bemerkt Adakwe zwei Elfen, die nahezu reglos an einem Baum gelehnt stehen und euch mustern. Sie tragen Langbogen in den Händen, auf denen Lockerheim verheiligt und mit denen sie euren Bewegungen folgen. Wollt ihr grußlos weitergehen, freundlich grüßen oder noch euren Waffen greifen? Ja, Alariel grüßt mal ihre Stammesgenossen recht freundlich. Sie reagieren in keiner Weise auf euren Gruß, mustern euch nur weiterhin sehr eindringlich. Ja, dann grüßen wir doch etwas nachdrücklicher, vielleicht haben sie uns nicht gesehen. Der Blick der beiden Elfen wird noch intensiver und Alariel hat plötzlich das Gefühl völliger Offenheit den beiden gegenüber. Dann verschwinden die Elfen mit einem leisen Rascheln im Unterholz. Ja, ziemlich seltsame Begegnung. Ja, und unsere Helden unterhalten sich ziemlich angeregt darüber, dass sie hier eigentlich trotz des Orkensturms eigentlich noch nicht viele Orks gesehen haben. Ach gut. Zwei Ogre. Aber es ist doch ziemlich seltsam, dass sie noch nicht auf Schwarzpelze getroffen sind. So. Warum hat Alariel nur drei Bewegungspunkte? Muss die so viel schleppen? Ich glaube, da kommen wir mal ohne die Hilfe von Reistlins magischen Fähigkeiten aus. Gegen die Ogre hier. Da quält sich auch raus. Aber die scheinen ziemlich gut gerüstet zu sein, die Ober. Denn wir machen eigentlich durchweg unter 10 Schadenspunkte. Ja gut, bis auf Flint. Der fällt mal wieder positiv aus der Reihe. Ja, und ein Glück, dass Josefa so gut gerüstet ist. Denn da hat jetzt anscheinend der Ogre sportliche 13 Trefferpunkte gemacht. Sie hatte Rüstung 7, glaube ich, oder 11 sogar. Angriff.
Na komm, erledigen. Jawohl. Und wahrscheinlich lassen sie jetzt ja, Knüppel und zwei Säbel fallen. Die brauchen wir nicht. Aber das Geld stecken wir ein. Ja, und Alarell hat eine neue Stufe erreicht. Da wollen wir doch gleich mal steigern. Und zwar, wie es sich für eine Elfe gehört, auch mal die Fingerfertigkeit. Ja, und die Raumangst senken wir. Was ist denn das? Lebensenergie steigern wir mal um 3. Schusswaffen. Ah, gut, 10. Lässt sich schwer steigern. Auch die Schwerter mit 8. Ah. Na komm. Ah. Ja, schadet glaube ich auch nicht, wenn sich Alarell etwas heilen versteht. Falls Alarell mal ausfallen sollte, warum auch immer. Gut, Magie. Ja, falle von dir mal. Kampf. Den Blitz. Mythos schadet auch nie. Ja, so wie der Balsam. Der Standard-Elfen-Heilspruch. Billy, damit kann sie sich unsichtbar machen. Hellsicht. Adlerauge. Ja, und vielleicht noch den Eisenrost. Ja, und wir kommen nach Gashok. Oh, Alarell hat aus dem Hinterhalt einen gut gezielten Bolzen abbekommen. Ja, der hat mächtig reingehauen. Und ich glaube, da speichern wir jetzt auch ab. Gashok. Ja, und beenden das Let's Play an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.